Mit einem solchen Ansturm hätten Natascha Niklaus und Nora Saas wohl nicht gerechnet. Dabei stehen die beiden Frauenärztinnen doch vor Gericht, angeklagt, weil sie auf ihrer Homepage für Abtreibungen geworben haben sollen. Und zwar mit diesem Vermerk. Das sei Werbung und damit strafbar. Gestern treffen wir Niklaus und Saas in ihrer Praxis in Kassel. Als wir uns zusammen niedergelassen haben und haben uns die Website eingerichtet, haben wir nicht Beweggründe im Kopf gehabt. Wir wollen da jetzt was präsentieren, womit wir Geld machen. Und das ist auch was, was uns eigentlich wichtig ist, mitzuteilen, dass wir das Ganze als eine Ehrverletzung empfinden, diese ganze, der Vorwurf auch der Anklageerhebung vor allen Dingen, dass wir arbeiten, um uns zu bereichern. Und in unserem ärztlichen Verständnis ist es so, dass wir arbeiten, weil wir ja kranken Menschen helfen wollen. Aus der Bevölkerung, so sagen uns die Gynäkologinnen, erhalten sie jede Menge Unterstützung, auch in Form von Spenden. Auch heute, als vor dem Kasseler Landgericht mehr als 100 Leute demonstrieren. Für wie bekloppt halten die eigentlich Frauen, die sagen, super Werbespot, ich treibe jetzt mal ab. Es ist doch völlig irre. Ein Protest gegen den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Der verbietet die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, damit daraus kein profitstarkes Geschäft wird. Diese Kritik vertritt auch Fabiola Kaminski aus Fulda. Die Schülerin gehört dem Vorstand der Organisation Jugend für das Leben an. Wir sind ganz klar für das Werbeverbot von Abtreibung und sind der Meinung, dass Abtreibungen bereits in Deutschland kommerzialisiert werden. Ein Arzt verdient mit einer Abtreibung durchschnittlich 300 bis 800 Euro. Und man muss auch dazu sagen, dass seit 2017 die Rate der Abtreibung um 2,5% angestiegen ist und in Deutschland weitaus mehr als 100.000 Abtreibungen jährlich durchgeführt sind. Allerdings handelt es sich bei diesem Vermerk auf der Homepage der Kasseler Frauenärztinnen um strafbare Werbung oder um erlaubte Information. Was wichtig ist zu unterscheiden, ist, dass Werbung etwas beschönigt und für etwas werben möchte, wohingegen Informationen, die dem genau entgegenstehen, objektive Informationen, ein Recht sind, das Frauen, bevor sie eine Abtreibung durchführen, haben sollten. Dies zu entscheiden liegt dem Kasseler Fall nun beim Gericht. Doch damit wird es heute wohl nichts mehr. Gerade eben erfahren wir von den angeklagten Ärztinnen, dass sie einen anderen Richter fordern. Da war für mich jetzt so ein Punkt, dass ich eigentlich den Eindruck hatte, dass eine gewisse Voreingenommenheit existiert. Und das hat mich schon auch empört. Und ich habe mich da jetzt nicht gut angehört gefühlt, zumal auch eine bestimmte Begrifflichkeit. Also der Richter hat ja das Wort Kunden anstatt Patientin verwendet. Hat auch da gerade an einer sehr inadäquaten Stelle gelacht. Wir stellen gerade einen Befangenheitsantrag. Wie auch immer es ausgeht, Natascha Niklaus und Nora Saas wollen für ihre Überzeugung auf jeden Fall weiterkämpfen.